Meine Damen und Herren, es freut mich, dass ich als Institutsvorsitzender des Instituts für Österreichkunde Sie zu einer Veranstaltung des Slowenischen Instituts in Wien sehr herzlich begrüßen darf. Und bei dieser Veranstaltung geht es um die demnächst beginnende slowenische Präsidentschaft im geeinten Europa. Gleichzeitig ist das der 30. Jahrestag der slowenischen Unabhängigkeit. Ich kann mich noch sehr gut an diese Tage erinnern. Wir saßen am Tag der Unabhängigkeitserklärung mit einigen slowenischen Freunden beim Heurigen südlich von Wien. Es muss irgendwo Berchtoldsdorf oder Mauer gewesen sein. Und alle haben sich ungeheuer gefreut. Nur meine Frau und ich haben schon gezittert, was da kommen würde. Und tatsächlich sind dann sehr bald die Panzer gerollt. Gott sei Dank nur 10 Tage, aber es waren 10 nicht sehr leichte Tage. In Österreich war man emotional auf der Seite Sloweniens. Politisch war die Sache nicht so einfach, weil es eigentlich sowohl in Europa wie in Amerika, von Russland, das damals eine gewisse Schwächephase hat, können wir schweigen, nicht der Meinung war, dass dieses Jugoslawien zum Untergang verurteilt sein sollte. Ganz im Gegenteil, man hat sich sehr bemüht, Jugoslawien zu erhalten, aber es ließ sich nicht, weil, ja, aus vielen verschiedenen Gründen, die wir heute nicht diskutieren werden, weil es nicht um die Vergangenheit geht, sondern eher um die Zukunft und um die Gegenwart, Slowenien und Österreich in einem gemeinsamen Europa. Ich darf die Runde zunächst kurz vorstellen. Ich beginne mit Frau Dr. Traudl Brandstaller. Sie ist eine der bekanntesten Journalistinnen und Autorinnen Österreichs. Sie ist so etwas wie ein politisch-historisches Gewissen der Republik, wenn ich das etwas großspurig sagen darf. Eine wichtige Mitarbeiterin der Europäischen Rundschau, jenes wichtigen Organs, das versucht, europäisches Niveau in deutscher Sprache zu vermitteln. Zu meiner Rechten Herr Professor Dr. Georg Kremnitz. Wir kennen uns noch von der Uni her. Ich bin ja schon, habe mich schon verabschiedet von dort, aber Sie sind auch vielleicht noch aktiv? Auch nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Umso besser. Herr Kremnitz ist Kultur- und Sprachwissenschaftler und wird uns aus seiner Sicht über Minderheitenfragen und über Zusammenhänge von Sprache und Kultur etwas sagen können. Zur Linken von Frau Dr. Brandstaller, Lojze Peterle, der erste Ministerpräsident des unabhängigen Slowenien. Wir haben damals einen sehr, sehr jungen Lojze Peterle kennengelernt, jetzt ist er ein bisschen gesetzter, wirkt aber Gott sei Dank immer noch ziemlich jugendlich. Er hat uns immer mit seinem Mundharmonikaspiel erfreut. Ich weiß nicht, ob er sie heute mit hat. Das war so irgendwie eine Art Marke für ihn, der ja inzwischen eine langjährige Routine erworben hat, auf dem europäischen ebenso wie auf dem oft ziemlich glatten politischen Parkett Sloweniens. Ja, und nicht zuletzt Herr Dr. Stefan Wospernik, der im Rahmen der österreichischen Volksgruppen arbeitet und als Kärntner Slowene da natürlich einiges mitzureden hat. Es ist ja eine sehr namhafte Familie, aus der er kommt, die seit vielen Jahrzehnten die Anliegen der Kärntner Slowenen vertritt. Ja, meine Damen und Herren, damit darf ich Ihnen, Herr Dr. Wospernik, das Wort übergeben, denn Sie sollen ja die Runde moderieren. Ich danke zunächst dafür, dass ich hier einbegleiten durfte, und wünsche gute Unterhaltung. Das soll es ja auch sein, aber vor allem ein tiefsinniges und ein weiterführendes Gespräch. Dankeschön. Ja, danke, Herr Professor Bruckmüller, für diese Einleitung. Ich würde gleich in medias res gehen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um über die gemeinsame europäische Zukunft von Slowenien und Österreich zu diskutieren. Und es ist ja eine glückliche Fügung, dass Ende Juni 2 Dinge zusammenfallen. Einerseits ein wichtiger historischer Jahrestag, der 30. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens, und andererseits der Beginn einer bedeutenden europapolitischen Aufgabe für Slowenien, nämlich die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft. Also wenn man so will, Vergangenheit und Zukunft fallen zusammen, und da würde ich gern den ehemaligen
deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl zitieren, der 1995 in einer Bundestagsrede sagte, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Deshalb ist es uns eine große Ehre, heute einen wichtigen Gestalter der slowenischen Unabhängigkeit und zugleich auch einen großen Europapolitiker Sloweniens, Herrn Lojze Peterle, in Wien begrüßen zu dürfen. Sie waren in den Jahren 1990 bis 1992 slowenischer Ministerpräsident und haben damit nicht nur wesentlich dazu beigetragen, dass Slowenien unabhängig wurde. Sie waren später auch Außenminister. Danach waren Sie immer mehr auch europapolitisch tätig, zunächst als Vorsitzender des Europaausschusses im slowenischen Parlament und nach dem EU-Beitritt 2004 bis zur Europawahl 2019 slowenischer EU-Abgeordneter. Und mitunter übersehen wird auch Ihre Funktion als Vertreter der noch vor dem EU-Beitritt 2004 als Vertreter der osteuropäischen Beitrittsländer im Präsidium des EU-Verfassungskonvents 2002, wo Sie auch federführend an der Ausarbeitung der ersten europäischen Verfassung beteiligt waren, die ja später an Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden scheiterte. Slowenien hat ja Jugoslawien verlassen, nicht nur um unabhängig zu werden und sich sozusagen selbst über sein Schicksal zu bestimmen, sondern auch um sich der freien europäischen Völkergemeinschaft anzuschließen. Und da würde ich gerne aus der slowenischen Unabhängigkeitserklärung, die am besagten 25. Juni 1991 beschlossen wurde, zitieren. Da steht drin, die Republik Slowenien hat sich zum selbstständigen und unabhängigen Staat erklärt und will sich mit anderen Staaten zusammenschließen, Mitglied der Vereinten Nationen werden, sich dem KSZE-Prozess, dem Europarat der Europäischen Gemeinschaft und anderen Staatenbünden anschließen. Die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Republik Slowenien ist auch als Bedingung für den Beitritt zu neuen Formen der Integration im Rahmen des bisherigen Jugoslawien und des europäischen Rahmens zu sehen. Das Ziel des EG-Beitritts war also schon in die Wiege des jungen slowenischen Staates gelegt und war unumstritten. Ich möchte daran erinnern, dass 2003 ja fast 90% der Slowenen für den EU-Beitritt gestimmt haben, also fast so viele wie damals für die Unabhängigkeit. Mhm. Slowenien war auch das erste Beitrittsland, das 2007 den Euro eingeführt hat und ein Jahr später die Ratspräsidentschaft übernahm. Also jetzt ist es schon das zweite Mal. Daher würde ich gerne als erste Frage mit der ersten Frage an Sie starten. Haben sich die europäischen Träume Sloweniens erfüllt? Bei uns gibt es noch immer über 60% der Bevölkerung, also für Europa. Also wir bedauern diese Entscheidung nicht. Natürlich ist nicht alles so idealistisch, wie einige erwartet haben, aber es gibt keine bessere Alternative für uns. Und wir mitgestalten die europäische Politik. Wir werden jetzt schon zweite Mal präsidieren, also Ratspräsidentschaft übernehmen. Die erste Runde war sehr gut und derselbe Ministerpräsident wird nochmals Ratspräsidentschaft führen. Also für uns war diese Wende, dieses Lächeln der Geschichte war wirklich was Historisches. Wir haben nicht nur auf die Gnade oder Glück gewartet, sondern wir haben die Situation gut verstanden und ausgenutzt. Ich habe nie geträumt, ich muss Ministerpräsident werden oder ich werde Ministerpräsident, aber meine Partei hat überraschungsweise gewonnen und dadurch musste ich diese Verantwortung übernehmen und ich bedauere das nicht. Und jetzt ist die Europäische Union, hat ähnliche Herausforderungen als Jugoslawien vor 30 Jahren. Es fehlen die gemeinsamen Nenner. Ne? Also wir müssen nach 30 Jahren wieder ein bisschen oder sehr tief nachdenken, was bedeutet die Berücksichtigung der Menschenwürde, was bedeutet in heutigen
technischen, technologischen, kulturellen, sozialen, politischen Umständen wirklich Menschenwürde, was bedeutet Solidarität, was bedeutet zusammenzuarbeiten, was bedeutet wirklich gemeinsames Europa. Wir haben die Europäische Union erweitert, ne? Aber das kann man auch ein bisschen technisch sehen, aber dadurch sind wir noch nicht beim gemeinsamen Europa. Und hier hoffe ich, kommt Slowenien mit einigen, wie sagt man, Anstoßen oder guten Fragen und guten Vorschlägen für den Dialog. Ich habe in Brüssel gesehen, wie wenig wissen unsere westlichen Freunde von unserer Empfindlichkeit in Mitteleuropa. Es geht nicht nur um die Frage der Identität, Sprache, Minderheiten und so weiter. Wir verwenden dieselbe Wörter, aber wir denken verschieden. Aber wieso können wir was zusammen erreichen, wenn uns Freiheit, Kultur, Identität und so weiter nicht dasselbe bedeutet? Und ich habe mich sehr dafür bemüht, um mehr Dialog zu organisieren. Ne? Es geht nicht nur um Orban oder Kaczynski, einige übertreiben mit diesen zwei Namen, aber es geht um die Verschiedenheiten, die historisch, kulturell bedingt sind. Und ich hoffe, Mitteleuropa nimmt das Wort ein bisschen stärker. Ich würde gerne noch einmal zurückgehen. Die EU-Erweiterung im Jahr 2004 war ja schon im Vorhinein von sehr viel Skepsis begleitet. Die Befürchtung war, dass die Europäische Union einfach zu groß und dann entscheidungsunfähig wird. Das hat sich in der Form jetzt nicht erfüllt, weil durch Vertragsänderungen halt doch die Entscheidungsprozesse effizienter geworden sind. Aber irgendwie scheint diesen Entscheidungen, die dann doch getroffen werden, die Legitimität in einem immer größeren Teil der Mitgliedstaaten und der Bevölkerung wegzubrechen, wie Sie schon erwähnt haben, Orban und Kaczynski. Herr Kremnitz, ich würde gern Sie bitten, weil als Universitätsprofessor haben Sie sich ja intensiv mit Soziolinguistik und den Wechselwirkungen zwischen europäischer Integration und nationalistischen Strömungen beschäftigt. Sie haben auch die Osterweiterung, soweit ich das verstanden habe, eher ein bisschen kritisch gesehen, weil ich habe da ein Zitat von Ihnen gefunden, vor 2 Jahren in einem Interview mit der Tageszeitung Der Standard. Da haben Sie gesagt, es war gefährlich, vorschnell Staaten in die EU aufzunehmen, die sich vereinfacht gesagt ihre Hörner noch nicht abgestoßen haben. Was meinen Sie damit genau? Haben Sie damit zum Beispiel auch Slowenien im Sinn? Lassen Sie mich ein bisschen an einer anderen Stelle anfangen. Ich denke, das größte Problem der EU derzeit ist ihr Demokratiedefizit. Nicht die Bürger haben den Eindruck, sie entscheiden, sondern die Bürger wählen, ich nehme jetzt ein krasses Beispiel, wählen ein europäisches Parlament und dann wird jemand Leiterin der Europäischen Kommission, der nicht einmal für dieses Parlament kandidiert hatte. Völlig abgesehen von der Person, gegen die ich persönlich nichts habe, aber ich denke, diese fortlaufende Missachtung der eigenen Grundsätze, die ist sehr stark daran beteiligt, dass die Hoffnungen, die wir hatten, ich erinnere mich immer noch an die wunderschöne Buchreihe in den 90er Jahren in einer ganzen Reihe von europäischen Verlagen, Europa bauen, hieß die, von großen Wissenschaftlern, dass dieser Optimismus vergangen ist. Wir machen uns auch viel zu wenig klar, dass wenn wir weniger in Staaten, sondern in Sprachen und Kulturen denken würden, dann wäre jeder in Europa Minderheit. Keine einzige europäische Sprache ist majoritär und es ist natürlich auch ein gewisser Witz,
dass jetzt weiterhin die europäische Verhandlungssprache, vor allem das Englische, ist, nachdem Großbritannien sich verabschiedet hat. Darüber könnte man auch mal nachdenken. Ich denke, ich habe das damals sehr bewusst gesagt im Standard, ich denke, dass es eine gewisse Ungleichzeitigkeit gibt zwischen den europäischen Staaten, die dazu geführt hat, dass manche Staaten mehr nach Europa tragen wollen, währenddem andere der Meinung sind, sie könnten eher von Europa profitieren. Das eine ohne das andere wird auf die Dauer nicht gehen. Und das ist jetzt nicht ganz die Antwort auf Ihre Frage, aber es ist der Zusammenhang. Ich denke, dass dieses teilweise institutionelle Scheitern, dass das sehr stark daran beteiligt ist, dass in allen Staaten die Zahl der Skeptiker zunimmt. Und es ist sehr schade, dass die EU bisher, gut, da hat Corona mit einem Anteil, dass die EU bisher den Schock des Brexit nicht dazu verwendet hat, sich selbst, wie Weiland Münchhausen, am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und zu versuchen, die europäische Integration weiterzutreiben. Wobei mir klar ist, dass das derzeit auf institutionellem Wege praktisch nicht möglich ist, weil ein Staat, sage nicht bewusst nicht eine Nation oder ein Volk, weil ein Staat, eine Regierung wichtige Entscheidungen blockieren kann. Wir sind alle Europäer, wir haben alle eine in vieler Hinsicht gemeinsame Vergangenheit und wenn wir die gegenseitig anerkennen würden, dann würden wir auch leichter eine Zukunft bauen können. Lassen Sie mich noch eine letzte Bemerkung machen. Letzte Woche hat der Conseil Constitutionnel in Frankreich ein Gesetz zur Förderung der in Frankreich nicht existierenden Minderheitensprachen, dort gibt es nur Regionalsprachen, in einigen wichtigen Teilen kassiert. Und damit hat Frankreich sich selbst ad absurdum geführt. Und damit auch die europäische Konstruktion. Ich will es jetzt nicht weiter ausführen, aber ich hatte eigentlich nicht geglaubt, dass das 2021 noch möglich wäre. Ich beobachte die Situation in Frankreich seit fast 60 Jahren. Also ich habe da die longue durée und ich hatte eigentlich geglaubt, man sei schon weiter. Und ich denke, dieses sich nicht ernst nehmen der europäischen Institutionen, das ist für das zukünftige Europa vielleicht die gefährlichste Herausforderung. Wir haben ja schon zwei Aspekte gehört. Das eine ist sozusagen die fehlenden gemeinsamen Werte oder die Missverständnisse. Das andere, was Sie angesprochen haben, ist das Demokratiedefizit. Und es wird in diesem Zusammenhang immer wieder auch das Fehlen einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit beklagt, also eines gemeinsamen Raumes, wo man sich über Europa austauschen kann und über inhaltlich austauschen kann. Frau Brandstaller, Sie sind vielen Menschen als Autorin von ORF-Dokumentationen bekannt. Sie sind aber auch Juristin und auch Französisch-Übersetzerin. Sie haben also aus vielerlei Funktionen und auf vielerlei Art Beiträge zur europäischen Verständigung erbracht und in Ihrer journalistischen Tätigkeit war es Ihnen immer auch, soweit ich das interpretiere, ein großes Anliegen, über den österreichischen Tellerrand hinweg zu blicken und politische Entwicklungen historisch einzuordnen. Sie haben sich auch als einen sehr guten Überblick darüber, wie Europapolitik zum Beispiel in Österreich in den letzten Jahrzehnten betrieben und perzipiert wurde. Was würden Sie sagen,
Wie war die Entwicklung? Bewegen wir uns langsam, aber doch auf eine den nationalen Schrebergarten überschreitende europäische Öffentlichkeit zu? Ist das eine Utopie oder fehlt einfach nur der politische Wille, das zu schaffen, und welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht notwendig, dass wir uns als Europäer austauschen, mehr und nicht als Österreicher oder Slowenen? Also ich glaube, das sind zwei Themen, die Rolle Österreichs in Mitteleuropa und angesichts der Osterweiterung. Da hat uns ja die EU ein ganz großes Ziel vorgegeben. Ich darf vorlesen, was im AVI steht. Österreich sollte aufgrund seiner seine historischen Kenntnisse und seine persönlichen Kontakte, seine kulturellen Affinitäten und seine mentale Verwandtschaft, kurzum das politische Potenzial, das ihm aufgrund seiner geschichtlichen Rolle in diesem Teil Europas zugeschrieben wurde, in den Erweiterungsprozess einbringen. Also es war ein großartiges Ziel, das man da Österreich vorgegeben hat. Ich denke, dass wir diese Erwartungen nicht erfüllt haben. Oder jedenfalls nur zu einem sehr kleinen Teil. Nicht auf der Regierungsebene. Das liegt daran, dass Österreich in der Zeit seines Beitritts, also 94, 95, sehr mit sich selbst beschäftigt war. Also wir haben damals gerade unsere Nazi-Zeit aufgearbeitet und haben uns ziemlich abgekapselt von unseren Nachbarländern, weil wir, wie gesagt, wir waren sehr mit uns selbst beschäftigt. Und sicher hat auch dazu beigetragen, dann die Sanktionen gegen die Regierung Schüssel FPÖ, das hat sicher auch das Verhältnis eher beeinträchtigt, würde ich sagen. Naja, und ich würde sagen, die letzten Zeiten, also die Regierungen türkis-blau und türkis-grün, haben auch nicht wirklich einen positiven Beitrag geleistet. Ich glaube, die geforderte Solidarität ist von Österreich in mindestens zwei Fragen verletzt worden. Also sowohl in der Flüchtlingsfrage haben wir ganz definitiv das Prinzip der Solidarität verletzt und auch jetzt, also bei dem durchaus positiven Ansatz, den die EU hat, diesen Wiederaufbaufonds, also die Rekonstruktion Europas nach der Corona-Krise, auch da waren wir ja eher auf der Bremse und haben ein bisschen herumgemotschgert, also vielleicht doch zu viel und Anfang der Schuldenunion etc. Also ich glaube, Österreich hat sich in den letzten Jahren, also jedenfalls auf Regierungsebene, kein Ruhmesblatt in der EU erworben. Ich würde das durchaus unterscheiden von anderen Tätigkeiten, also zum Beispiel das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa mit der sehr verdienstvollen Rolle von Dr. Erhard Bussig leistet auf anderer Ebene durchaus eine sehr positive Arbeit, was die Kontakte mit unseren Nachbarn, nicht nur mit Slowenen, also mit allen Nachbarn, aber durchaus auch sehr stark mit Slowenien. Da wird eine sehr gute kulturelle Arbeit geleistet. Die Wirtschaft betrachtet das Ganze überhaupt nur als Markt. Unsere Banken und Versicherungen waren begeistert von der Osterweiterung. Sie sind dort hingegangen mit ihren Filialen, haben ungeheuren Profit gemacht. Aber das ist wieder eine andere Ebene, das hat ja mit der wirklichen großen Politik nichts zu tun. Aber damit es nicht nur negativ erscheint, glaube ich, muss man ein Ereignis erwähnen, das für mich wirklich eine historische Zäsur fast darstellt. Das war die gemeinsame Feier der Volksabstimmung vom 10. Oktober voriges Jahr. Also dass es da möglich war, dass sowohl der österreichische Bundespräsident als auch der slowenische Staatspräsident gemeinsam an dieser Feier teilgenommen haben, finde ich einen wirklich ganz großen historischen Schritt. Das
Typischerweise hat der ORF im allgemeinen Programm nicht darüber berichtet. Ich weiß nicht, ob er in Kärnten berichtet hat, aber im allgemeinen ORF gab es keine Information darüber. Also was auch makaber ist, nicht? Weil eigentlich sollte eine öffentlich-rechtliche Anstalt solche historischen, bedeutsamen Entwicklungen mitbegleiten. Man muss aber dazu sagen, dass es schon vor dieser gemeinsamen Feier durchaus positive Schritte gab zwischen Österreich und Slowenien, nicht? Es gibt ein gemeinsames Komitee, Kärnten-Slowenien, da ist der slowenische Außenminister und der Kärntner Landeshauptmann Vorsitzende, und es gibt ungeheuer viele Projekte und gemeinsame Initiativen. Also ich rede jetzt nur Österreich-Slowenien, und das halte ich für eine besonders gute Entwicklung, vor allem wenn man bedenkt, dass doch es eine viele Jahrzehnte gegeben hat, wo das Verhältnis Slowenien-Österreich nicht so besonders gut war. Und da sind wir, glaube ich, jetzt auf einem guten Weg. Der Kärntner Landeshauptmann ist da auch sehr verdienstvoll unterwegs, und das halte ich für ein wirkliches Zukunftsszenario. Etwas würde ich noch gerne unterbringen. Sie haben also mich auch als Journalistin angesprochen. Also selbstverständlich gehört zum großen Demokratiedefizit die fehlende europäische Öffentlichkeit. Es gibt keine europäische Öffentlichkeit. Und wo es keine Öffentlichkeit gibt, ist es auch sehr schwierig mit der Demokratie. Also das ist, ohne Öffentlichkeit gibt es keine Demokratie. Und da gab es ja einen durchaus positiven Ansatz einmal mit dem Sender Arte, wo Österreich sogar dabei ist, aber nicht sehr viel unterbringt, weil wir haben ja nicht mehr sehr viel öffentlich-rechtliche Inhalte. Das war ein Ansatz, und aus diesem Arte müsste man weiterentwickeln. Im Grund bräuchte es einen echten Informationskanal, von mir aus Europe Today oder L'Europe aujourd'hui oder Europa heute. Das wäre ein ganz wichtiger Beitrag für die Demokratisierung Europas. Über Europa reden wir ja eh noch länger weiter. Ja? Ich würde gerne noch die Zukunftskonferenz ansprechen, die ja am 9. Mai am Europatag, wo der Startschuss gegeben worden ist für diese Konferenz. Und die soll innerhalb von 2 Jahren unter Einbindung der Bürger konkrete Reformvorschläge für die EU ausarbeiten. Und da fokussiert man sich immer sehr stark auch auf institutionelle Vorschläge. Da würde ich Sie gern bitten, wenn Sie bei dieser Konferenz das Sagen hätten, welche institutionelle Reform würden Sie denn sich wünschen, umsetzen und warum? Vielleicht, nachdem Sie am meisten Erfahrung mit solchen Konferenzen haben, Herr Peterle, beginnen Sie. Also wir hätten in Slowenien schon gerne eine starke Position, wie wir 2 Außenminister, sagt man, integriert haben. In der Zeit, wo Frau Ferrer-Waldner noch Außenminister war, Ministerin war in Österreich. Also das ist gelungen, aber man könnte schon haben eine starke Persönlichkeit, gleichzeitig Präsident oder Präsidentin der Kommission und des Rates. Das kann man ohne Veränderungen, rechtlichen Veränderungen machen. Ne? Aber bei dieser, Sie haben erwähnt, Konvent vor 20 Jahren, aber jetzt geht es ein bisschen anders. Damals waren dort 205 Leute aus allen Mitgliedstaaten und Kandidatenländern. Jetzt geht alles von unten nach oben. Ne? Und das ist jetzt eine besondere Herausforderung für die europäische Politik. Mich interessiert wirklich, was werden die im Ausschuss am Ende oder in der Versammlung, was werden die von den Leuten nehmen? Leute haben viele gute Ideen. Ich bin einverstanden, also es fehlt europäisches Demos. Ne? Wir haben Bürger, wir haben Regierungen, aber sowas wie Demos Europas, das funktioniert oder existiert nicht. Und die Konferenz
wird scheitern, wenn die Sprache oder die Ideen von den Leuten, die neuen Konzepte nicht berücksichtigt sind. Ne? Und viele sind ziemlich pessimistisch, ne? Dass so eine Struktur wird nicht imstande, was zu produzieren. Aber wenn die Ausgewählten die Leute nicht folgen werden, dann kommen wir zu einem anderen Problem des demokratischen Defizits. Also ich werde sagen, weil in der Zeit der slowenischen Ratspräsidentschaft wird die meiste von der Konferenz stattfindet damals und Frankreich wird das beenden, aber die Hauptdiskussion folgt jetzt von Juli bis Dezember. Und da ist jetzt Zeit, dass wir wirklich mit guten Ideen weiterkommen, dass wir wirklich die Probleme diskutieren, ohne, ich würde sagen, ohne zu viel Ideologie, die zurzeit die Diskussion beherrscht. Und also ich vermute, daraus kommt später wieder ein Konvent. Das steht auch in dem Lissabonner Vertrag. Also das kann nicht nur mit einer Versammlung, mit einer Paneldiskussion schließen und dann macht der Rat, was er will. Ne? Also für uns ist das eine sehr, sehr bedeutsame Aufgabe und ich möchte was sagen in der Zusammenhang mit Österreich. Sie haben sehr, sehr gut gesagt, erwähnt diese historische und kulturelle Affinität. Also ich würde sagen, wir haben geostrategische und kulturelle Berufung oder wir teilen diese Berufung und wir könnten viel mehr unternehmen, nicht nur in der südostlichen Richtung. Ne? Wir hatten vor 30 Jahren hatten wir Krieg in Slowenien. Vielen haben nie geglaubt, also wir wussten, was uns passieren könnte und wir waren darauf bereit, in Bosnien nicht von anderen zu sprechen. Und die Quellen der Gewalt sind noch immer da. Und wenn Europa nicht aufmerksam ist, ne, dann können wir wieder was Unerfreuliches sehen. Ne? Also Slowenien ist gut geeignet in dieser Position, aber nochmals, mit Österreich und auch mit anderen in Zentraleuropa könnten wir schon den Zug in die richtige Richtung für lenken. Lenken. Frau Brandstaller, was schwebt Ihnen vor, was die EU-Reform betrifft? Was haben Sie da am Herzen? Was hätten Sie sich gewünscht? Ich habe zu diesem Thema eine sehr dezidierte Meinung. Ich glaube, dass aus der jetzigen Wirtschaftsunion mit ganz großer Energie eine Sozialunion geformt werden muss. Und die vielen Spannungen, die wir derzeit in Europa erleben, basieren auch darauf, dass es wahnsinnig große Differenzen gibt in den sozialen Sicherungssystemen. Und was man anstreben müsste, und das wäre ein wunderbarer Plan auch für die slowenische Ratspräsidentschaft, eine schrittweise Harmonisierung der Sozialsysteme. Natürlich geht das nicht von einem Tag auf den anderen, weil das eine waren hochentwickelte Sozialstaaten und das andere waren vom Kommunismus nicht sehr gepflegte Sozialstaaten. Aber eine Harmonisierung ist absolut nötig. Denn es ist ja so, dass viele der EU-Kritiker anfangen dort, also zum Beispiel in Großbritannien waren der polnische Klempner, nicht? Also das Feindbild war.
Und es wird auch bei uns ein Feindbild werden, wenn die Firma Steyr, also die Firma MAN in Steyr, nach Polen abwandert, weil dort die Löhne so gering sind. Das zerstört jegliche Solidarität, bitte. Das heißt, das müsste ein schrittweises Ziel sein, eine schrittweise Harmonisierung der Sozialsysteme. Und ich bin ja auch der Meinung, ich bin ganz im Gegensatz zum Herrn Mario Draghi, der mal gesagt hat, the European Social State Model is dead. Das glaube ich überhaupt nicht. Das Sozialstaatsmodell Europas muss reformiert werden, es muss ökologisiert werden. Also es gab einmal einen sehr klugen und sehr unterschätzten ÖVP-Politiker, der die ökosoziale Marktwirtschaft erfunden hat. Das müsste ein Ziel sein für die europäische Situation. Eine ökosoziale Marktwirtschaft für ganz Europa. Das wäre ein Ziel. Und ich weiß natürlich, das klingt alles sehr utopisch und sehr, sehr idealistisch, aber wenn wir das nicht schaffen, beginnen die neonationalistischen und die rechtsextremen Kräfte ein Übergewicht zu bekommen. Die Alternative gegen Neonationalismus und Rechtsextremismus ist der Ausbau des europäischen Sozialstaates. Davon bin ich ganz überzeugt und ich hoffe, dass ich irgendwann einmal mehr Anhänger finde. Derzeit ist es ja eher so, dass die Leute sagen, na gut, das ist eine Träumerei, nicht? Träumerei. Aber ich glaube, die Zukunft Europas muss in einem ordentlichen Sozialsystem, das für alle zumindest gemeinsame Mindestanforderungen erfüllt, bestehen. Sonst wird es nicht gut funktionieren. Ja, ich hatte mir den Punkt ganz ähnlich auch notiert. Und ich denke, es wäre ganz wichtig, dass nicht nur eine europäische Sozialpolitik zwischen den Staaten, sondern auch innerhalb der einzelnen Staaten stattfindet. Das heißt also, dass das neoliberale Modell, das ja keine gute Presse mehr hat, das aber ganz einfach weitergeführt wird. Man erklärt sich dagegen und man macht dann weiter an genau der Stelle. Dass das eben durch eine wirkliche Solidaritätspolitik zwischen den einzelnen europäischen Staaten, nein, der Satz war falsch, eine wirkliche Solidaritätspolitik inzwischen innerhalb ganz Europas und auch innerhalb der einzelnen Staaten durchgeführt wird, denn die gibt es ja genauso wenig innerhalb von Österreich, um das Beispiel zu nehmen, nehmen die sozialen Unterschiede immer weiter zu, innerhalb der anderen Staaten nehmen sie immer weiter zu, und ich denke, da ist ein ganz dringender Punkt, Dinge abzuschaffen, dann kriegen wir vielleicht auch das Problem, was Sie vorhin ganz zu Recht erwähnt haben, nämlich die Frage der Migration in einer anderen Weise in den Griff, dann kann da Solidarität greifen, die wird es brauchen, denn die Migration wird uns auf noch eine weite Zukunft begleiten, da bislang die erste Welt nicht willens ist, eine Sozialpolitik auch im Hinblick auf die ehemals dritte Welt zu führen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, und damit will ich an der Stelle dann abschließen, der sich letztes Jahr ganz dramatisch gezeigt hat. Die Gesundheitskrise hat nicht zu einer Europäisierung, sondern zunächst zu einer Nationalisierung geführt. Da haben sich praktisch alle europäischen Regierungen unsolidarisch verhalten. Man kann
die großen Herausforderungen unserer Zeit, Klimakrise habe ich jetzt nicht erwähnt, die anderen wohl, man kann die auf einzelstaatlicher Ebene nicht lösen. Man wird sehr viel auf einer sehr viel weiteren Ebene, europäische, aber wahrscheinlich auch weltweite Ebene lösen müssen. Und man wird dann andere Dinge kleinräumig lösen müssen, aber auf einer Ebene, die nicht dann andere desolidarisiert. Herr Peterle, wie verheerend war das Bild, das die Europäische Union letztes Jahr in der Corona-Krise abgegeben hat, weil damit ja diese Erzählung eigentlich zerstört worden ist, dass es für uns sinnvoll ist, zusammenzuarbeiten, wenn man sieht, dass Länder wie Serbien sich schneller impfen können oder auch Ungarn, wenn es auf eigene Faust agiert. Wie ist es dazu gekommen? Wer ist da schuld daran aus Ihrer Sicht? Wie können wir das lösen? Ja, das ist eine sehr, 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 sehr große Frage. Ich habe viel darüber gearbeitet als europäischer Abgeordneter. Und Gesundheit ist nicht die Kompetenz der Union. Aber wenn man die Leute fragt, sprechen so wie sie, oder also die möchten, dass die Europäische Union was zeigt. Und bei der Gesundheit, also die Situation in der Gesundheit zeigt alles, was wir falsch gemacht haben. Also das, am Ende zeigt man das bei Krebs, bei anderen Krankheiten. Und, aber hier sehe ich schon jetzt, dass viele Mitgliedstaaten möchten, also alle sind für die Solidarität, aber nicht für die Kompetenzteilung. Ne? Damit man wirklich was in Brüssel entscheidet. Ne? Und was mir fehlt in dieser Situation, ist das Folgende. Also wir sehen viele, wie sagt man, Schlagzeilen, ja. Klima, Digitalisierung, Migration, also vieles geschieht sektoriell, aber mir fehlt eine Gesamtphilosophie, ne, auf der europäischen Ebene. Was möchten wir wirklich zusammentun? Ne? Also in dem Sinne bin ich nicht für diese, ich sage manchmal, kosmetische Verbesserungen in verschiedenen Richtungen. Wir müssen uns fragen, was wollen wir wirklich zusammentun und was bedeutet starkes Europa? Wenn man die Situation in der Welt betrachtet, sieht man also, Sie haben schon gesagt, auch Deutschland ist Minderheit. Ne? Also, und alles zusammen ist immer weniger, Europa bekommt kleiner, sagt man so. Ne? Und darum brauchen wir, mehr Europa. Ne? Und, aber ich sehe nicht solche Leute an der Arbeit. Ich erinnere mich, Helmut Kohl oder Margaret Thatcher oder auch Chirac oder Mock und so weiter. Mit solchen Leuten war einfach, weil die waren alle Visionäre. Die haben auch die Strategien entwickelt. Und ich erinnere mich, wie mir einmal Helmut Kohl gesagt hat, er hat gesagt, wenn ich eine Idee hatte, habe ich immer eine Idee für Europa natürlich, ne? Hat gesagt, habe immer die Besprechungen mit dem kleinsten Land, das ist mit Luxemburg begonnen, hat gesagt, wenn das für Luxemburg gut war, das wäre vielleicht gut auch für Größere. Ne? Das ist dann verschwunden, also so eine Gewohnheit. Ne? Also es gibt so, gleichzeitig haben wir mit so vielen
Fragen zu tun. Ne? Und da fehlt mir das, was ich gesagt habe, eine Gesamtstrategie oder Philosophie, nicht nur sektoriellen Fragen. Ja. Frau Brandstaller, Sie haben sich vorher ja kritisch geäußert zur Rolle Österreichs oder auch zur Rolle der österreichischen Regierungen. Ich würde das gerne ein bisschen allgemeiner fragen. Ist es nicht in Wirklichkeit ein Konstruktionsfehler der Europäischen Union, dass diejenigen, die nationalstaatlich entscheiden müssen und die nationalstaatlich auch sich verantworten müssen gegenüber den Wählern, auf europäischer Ebene das entscheidende Wort haben, sprich das, was der ehemalige grüne Europaabgeordnete, den Sie sicher kennen, Johannes Wogenhuber, immer wieder kritisiert hat, diese Reichsfürsten, die demokratisch nicht legitimiert sind auf EU-Ebene und die dann nur danach trachten, dass sie irgendwie nationale Interessen oder vielleicht sogar nur ihre eigenen Interessen zum Durchbruch verhelfen, dass das die europäische Idee sehr beschädigt. Sehen Sie das so? Ja, sicher. Also es ist ja, also von juristischer Sicht aus ist ja, fehlt ja wirklich eine Verfassung. Nicht nur, weil sie in Lissabon, also weil es dann nur mehr bilaterale Abkommen gab, aber es gibt auch keine wirkliche Gewaltenteilung. Das Parlament hat kein Initiativrecht. Ich finde es auch besonders pervers, bitteschön, was Österreich macht. Unsere EU-Abgeordneten berichten nicht im Parlament, was sie gerade in Europa im EU-Parlament besprechen. Ja? Da muss ich wirklich sagen, da ist die Merkel vorbildlich, wenn die mit einem Vorschlag eher in den Rat geht oder weiß, was im Parlament ist, berichtet sie das vorher dem Bundestag. Bei uns wird nicht einmal nachher berichtet, was gerade im EU-Parlament eigentlich besprochen wird. Also da gibt es natürlich echte Demokratiedefizite, wie schon mehrfach gesagt wurde, und die kann man aufschlüsseln. Und ich glaube nicht, dass das kosmetische Sachen sind. Selbstverständlich gehört aller Lohn bitte auch ein Mehrstimmigkeitsprinzip und das Einstimmigkeitsprinzip aufgebrochen. Aller Lohn. Und also ich würde auch noch zu den Finanzen gern was sagen, nicht? Weil im Grunde ist es wahrscheinlich auch nicht gut gewesen, die vielen Gelder, die man aus den Struktur- und Kohäsionsfonds an die neuen Staaten vergibt, dass man sie als quasi Geschenke vergibt. Ja. Erinnere an den Marshallplan, das waren Kredite. Und würden das Kredite sein, wäre das wahrscheinlich doch ein bisschen eine Bremse für die grassierende Korruption, die mit EU-Geldern passiert. Das können wir ja auch mal hier offen sagen. Und wenn das Kredite sind, dann müsste das zurückgezahlt werden. Der Marshallplan, also ich weiß vom Finanzminister Androsch, die letzte Rate des Marshallplans in Österreich wurde 1978 zurückgezahlt. Also 30 Jahre lang hat Österreich Kredite zurückgezahlt. Und das wäre vielleicht auch ein bisschen ein Weg in die größere Rechtsstaatlichkeit und Anerkennung gewisser Prinzipien für andere Länder. Nicht? Also selbstverständlich, da gibt es ja das berühmte Zitat von Dahndorf, der gesagt hat, würde die EU selbst ein Mitglied werden wollen, würde sie nicht aufgenommen werden, weil sie erfüllt die Kriterien nicht. Ja? So hat es Dahndorf als undemokratische EU charakterisiert. Ne? Und da ist viel zu machen. Und was die große Idee, also auch die fehlende Vision oder auch die fehlenden Visionäre betrifft, man sollte vielleicht über das immer wieder zitierte Friedensprojekt einmal nicht nur im Zusammenhang mit dem Faschismus und Zweiten Weltkrieg reden. Nicht? Das wird ja immer wieder, die EU wurde gegründet, also die Europäische Gemeinschaft wurde gegründet, um solche Katastrophen wie Faschismus und Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Vielleicht sollte man das Friedensprojekt einmal globaler auch denken. Ne? Wenn wir sehen, was im Moment, wie sich die Großmächte entwickeln, ist das ja ein durchaus sinnvolles Vorhaben, den Frieden einmal globaler zu denken. Ne?
Und da braucht man nur, wir können ja auch schauen, was allein schon innerhalb Europas an Mächten sich niederlässt. Ja? Also in Serbien sind ja die Russen und die Türken sind mehr in Bosnien unterwegs, aber in Serbien sind Russen und Chinesen unterwegs. Ja? Die Chinesen bauen eine Autobahn in Mazedonien. Und Russland ist auch ziemlich heftig in Serbien unterwegs. Also da müsste die EU viel schneller und viel globaler denken und sich nicht sozusagen mit ihren internen Schwierigkeiten allein beschäftigen. Herr Professor Kremlitz, auch an Sie die Frage, sehen Sie das als Konstruktionsfehler, dass nationalstaatliche Politiker, wenn sie in Brüssel sind, plötzlich europäisch entscheiden müssen und es ihnen dann natürlich nicht gelingt? Ganz kurz, ja. Ich denke, das Problem liegt daran, dass diese beiden Ebenen, die Einzelstaaten und Brüssel, sage ich jetzt mal vereinfacht, eigentlich keine klare Verteilung der Kompetenzen und der Macht haben. Das hat sich gezeigt bei Corona, wo die Einzelstaaten vorgeprescht sind, obwohl es natürlich sinnvoll gewesen wäre, wenn da vom ersten Tag an die EU, nun deren Kommission war noch ganz neu, wenn da vom ersten Tag an die EU tätig geworden wäre. Das Zweite wäre natürlich auch, wenn die EU-Spitze sehr viel mehr Kompetenzen in manchen Bereichen, wo sie wichtig sind, hätte. Ich meine, nichts für ungut, aber die jetzigen Proteste gegen Weißrussland, die sind sehr lieb, aber ich glaube nicht, dass der weißrussische Präsident jetzt vor Angst zittert. Ich denke, es müsste sehr viel mehr an wirklich übergreifenden Kompetenzen zentralisiert werden, dafür sehr viel mehr an anderen Kompetenzen nach unten abgegeben werden. Es hat in den 90er Jahren vor allem ein Konzept gegeben, die Regionalisierung der EU. Damals wollten vor allem Regionalfürsten natürlich mehr Kompetenzen auf diese niedrigere Ebene holen. Und ich denke, das wäre in vielen Fällen sinnvoll gewesen. Das hat der damalige katalanische Präsident Pujol sehr stark gefördert, der dabei auf Theorien unter anderem des okzitanischen Gelehrten Robert Laffont zurückgegriffen hat. Das hat eine gewisse Entspannung auch von Auseinandersetzungen gebracht. Nach dem großen Erweiterungsschub der frühen 2000er Jahre, da ist die Idee ganz in den Hintergrund getreten. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich bleibe jetzt beim Beispiel Spanien, Katalonien, dass sich die Spannungen zwischen Spanien und Katalonien so zugespitzt haben, wie wir das in den letzten Jahren erlebt haben. Ich beobachte die Sache seit vielen Jahrzehnten aus ziemlicher Nähe und ich denke, eine andere europäische Struktur hätte auch diesen Konflikt auf eine andere Weise vielleicht lösen können. Jetzt sind wir in einer Stelle, in der Spanien politische Opposition mit dem Strafrecht niederknüppelt, anders kann ich nicht sagen, und indem die Katalanen sich auch nicht mehr für einen oder
ein großer Teil von ihnen sich auch nicht mehr für einen iberischen Bundesstaat interessiert. Also ich denke, wenn man da den Staaten die Möglichkeit genommen hätte, ihre nationalistischen Zähne zu zeigen, dann wären wir deutlich weiter. Das ist im Moment wahrscheinlich auch eine Utopie. Ich denke aber, dass das eine absolut notwendige Entwicklung sein muss, wenn irgendwas weitergehen soll. Denn keine einzige europäische Regierung hat in essentiellen Fragen wirklich zuerst europäisch reagiert. Das war bei der Griechenland-Krise nicht der Fall. Das war bei der Katalonien-Krise nicht der Fall. Wie kann es sein, dass Leute, die politische Positionen vertreten, fliehen müssen? Das gibt es sonst nur in Weißrussland. Und das war auch nicht der Fall bei vielen anderen Auseinandersetzungen. Im Übrigen vielleicht noch ein Wort zu Katalonien. Es ist lustig zu sehen, wie unterschiedlich die EU die schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen und die katalanischen behandelt, wie unterschiedlich die EU mit dem Unabhängigkeitswillen von Montenegro im Vergleich zu anderen umgegangen ist. Und das heißt natürlich, dass da eine relativ einfache Möglichkeit per Volksabstimmung gewisse Dinge zu entscheiden, dass die vertan worden ist und dass von daher das Vertrauen in die EU gesunken ist, massiv. Die Basken haben es auf andere Weise probiert, das war vielleicht in dem Wissen, dass sie niemals im Rahmen des spanischen Staats das bekommen würden, was sie wollen. Die Frage wird sich wieder stellen, da zweifle ich nicht dran. Ja, die Franzosen haben Angst, dass da vielleicht die Korsen weg wollen. Ja. Die haben alle ihre eigenen Ängste. Natürlich. Wer sich davon macht. Das ist der Nationalismus und ich meine, der französische Nationalismus ist da der schlimmste. Weshalb eben auch die korsischen Nationalisten die härtesten sind in Frankreich. Herr Petterle, vielleicht wollen Sie auch noch was dazu sagen, weil die Katalanen ja sehr sehnsuchtsvoll auch oft nach Slowenien blicken und Slowenien da als Beispiel sehen für ihre Unabhängigkeitsbestrebungen. Slowenien, darf ich einen Satz vorwegnehmen? Slowenien war ja auch einer der ganz wenigen Staaten in der EU, der ein gewisses Verständnis gezeigt hat. Ja, ein gewisses Verständnis, aber ich habe in einigen Interviews in Spanien ein bisschen dargestellt, wie war die Situation in Slowenien oder damals in Jugoslawien, in Katalonien. Also wir hatten die Selbstbestimmungsrecht war in der jugoslawischen Verfassung mit Separation. Das ist nicht der Fall in Spanien. Dann unser Plebiszit hat also 95% der Beteiligten, und die waren ungefähr 90% beteiligt, waren für die Selbstständigkeit. In Katalonien 42. Also die Situation ist verschieden. Aber was die Selbstbestimmungsrecht betrifft, ist das nie konsumiert. No? So sehe ich das, die Situation. No? Da waren historische Umstände, was Katalonien und Spanien betrifft, und die Leute können die Situation anders sehen, no? und andere Prinzipien oder Werten herausheben. Also natürlich, in Slowenien gibt es ziemlich starke Sympathie, was Katalonien betrifft, aber da ist noch ein, wie sagt man,
wenn wir die Situation vergleichen, Jugoslawien war nicht eine Demokratie, war auch nicht Mitglied der Europäischen Union. Spanien ist ein Mitglied, ist demokratischer Staat und so weiter. Also gibt es viele Differenzen, viele Unterschiede. Aber wenn ein Volk sich bestrebt, um einen neuen Status oder Selbstständigkeit, also das bleibt. Ich verfolge auch als Historiker, wie geschieht das in Katalonien. Es ist interessant, die Katalanen gehen weiter immer mit den linken Regierungen. Und ich hatte interessante Gespräche mit Partido Popular. Ne? Was Ähnliches gab es in Großbritannien. Ne? Und sie haben erwähnt, diese wie sagt man, verschiedene Prinzipien oder Empfindlichkeiten. Ne? Es wäre gut, wenn die Europäische Union einig wäre, was diese Grundprinzipien betrifft. Ne? Kompliziert. Ich würde gerne da anknüpfen und noch eine Frage stellen. Wie sehen denn Sie eigentlich die Rolle der Minderheiten oder der nationalen Volksgruppen für die europäische Integration? Das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits gibt es ja Volksgruppen- und Minderheitenkonflikte, wie zum Beispiel den Katalonien-Konflikt. Andererseits sind das auch Leute, die halt auch verbindend wirken können zwischen den Mitgliedstaaten. Aus Ihrer Sicht, was überwiegt da? Welcher Aspekt? Ist das positiv oder ist das eher etwas, was das Zwietracht zählt? Also vor allem wünsche ich mir, dass niemand ein Problem hat oder hätte in der Union, wenn sie oder er zu einer Minderheit gehört. Ne? Und schon diese Terminologie Mehrheit und Minderheit funktioniert nicht sehr gut. Und bei den Minderheiten ist so wie bei Gesundheit. Also das ist keine europäische Kompetenz wieder. Ne? Und wir können Konventionen und Deklarationen abstimmen, aber hier funktioniert Brüssel eigentlich nicht. Ich war erst mal in Straßburg im Jahr 71 und da gab es nur französische toponomastische Anschriften. Und wenn ich nächstes Mal wieder da war, habe ich zweisprachige Anschriften gesehen. Und da habe ich gefragt, wann hat die Frankreich ein neues Gesetz verabschiedet? Und da gab es kein Gesetz. Da war nur, ich vermute, Chirac war mehr offen damals. Ne? Und da kam er hat diese regionale Sprache, aber ohne Gesetz, aus kultureller Empfindlichkeit. Und ich habe gesehen, dass also man lernt Katalanisch oder Okzitanisch und ich erinnere mich an die Situation in Bretagne. Da waren Auseinandersetzungen und dann ist anders. Also, wie Sie erwähnt haben, in der französischen Verfassung gibt es überhaupt kein Wort, also Minderheit existiert nicht als Begriff. Ne? Und dann sprechen wir von Regionalsprachen, ist der offizielle Begriff. Früher waren es die lokalen Sprachen und Dialekte. Ich komme wieder zurück zu diesem Vorschlag. Ne? Fragen wir uns, was bedeutet heute Menschenwürde? Ne? Nicht nur theoretisch, aber hier, dort.
wenn ich ein bisschen verschieden bin. Also, was bedeutet das? Ne? Frau Franstaller, wie sehen Sie das? Sie haben sich auch mit dem Kärntner Volksgruppenkonflikt befasst. Sind Minderheiten etwas Positives für die europäische Integration oder eher ein Hindernis? Ich denke, Minderheiten sind für jedes Land ein Gewinn und eine Bereicherung. Und im Grunde gehört es zu den Grundprinzipien der Demokratie, dass Minderheiten alle dieselben Rechte haben wie Mehrheiten. Also das ist geradezu ein essentielles Kriterium für Demokratie. Und Österreich hat ja ziemlich lange gebraucht, um das anzuerkennen, nicht? Also war ja immer wieder Rückfälle, und denken wir nur an die Rüpelspiele des Herrn Jörg Haider. Das hat ja gedauert, also noch bis ins 21. Jahrhundert, nicht? Tafel verrücken und so, also eine relativ kindische Art, dem Verfassungsgerichtshof eines auszuwischen. Aber das war eben, das hat schon zur rechten Politik gehört, dass die Minderheitenrechte eben nicht anerkannt werden. Und ich glaube, dass Minderheiten eine wahnsinnig positive Rolle auch im Nachbarschaftsdialog mit Ländern spielen können. Und da finde ich auch die Entwicklung in Kärnten ungeheuer positiv, nicht? Dass es ein gemeinsames Komitee gibt, Kärnten, Slowenien, wo der Außenminister und der Landeshauptmann zusammenkommen und gemeinsame Projekte, grenzüberschreitende Projekte machen. Das halte ich für einen, auch das ist ein wichtiger Beitrag zum europäischen Gedanken, nicht? Dass man grenzüberschreitend zusammenarbeitet, Projekte entwickelt, Arbeitskreise, und dass man gerade in diesen Fragen, die so zur Debatte stehen wie Klima und Energie und Umwelt, dass man da zusammenarbeitet, nicht? Weil Klima hat bekanntlich keine Grenzen und die Umwelt auch kaum. Darf ich eine historische Anekdote erzählen? Also Christoph Zernato als Obmann der kärntischen ÖVP hat mich eingeladen, um an seinem Parteitag teilzunehmen. Ne? Und er hat mir gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob ich diese Einladung politisch überlebe. Das war noch so. Und die Karawanken sind wirklich viel niedriger als nach 30 Jahren. Also wir wissen, warum und was war das Problem. Das war ja dort eiserne Vorhang. Unsere Minderheit hat auch in Italien wie sagt man, diese geostrategischen Steuer bezahlt, kann man sagen, weil für die wie sagt man, richtigen Seiten waren die Slowenien eigentlich nur Kommunisten, also als Kommunisten betrachtet, als Träger der Ideologie, undemokratische Ideologie und so weiter. Und jetzt sind diese, wie sagt man das, Feindbilder sind mindestens relativisiert worden. Ne? Also ich erinnere mich, wie viele Begegnungen hatten wir in Kärnten, in Steiermark. Wir hatten so viele Begegnungen mit Herrn Landeshauptmann Kreiner, ne? Dann hier mit Zernato und so weiter. Also die Situation, die Atmosphäre ist schon anders. Es gab Zeit, wo keine Busverbindung gab zwischen Ljubljana und Lovis-Klagenfurt und so weiter. Also unglaublich. Kein Doberdan, kein guten. Noch jetzt, wenn Sie längs der Grenze gehen, ne, da steht nicht herzlich willkommen, sondern welcome in Englisch. Da sind viele Dinge noch zu tun, aber mit Empfindlichkeit, mit den Politikern, die wirklich die gute Nachbarschaft pflegen, kann man schon was erreichen. Und auch in Wien, also Sie haben erwähnt, das politisch war nicht so einfach damals. Ne? Moog, Buzek und so weiter, Riegler, also die waren näher. Aber Helmut Zilk, der ehemalige Bürgermeister von Wien,
war auch ein Verbündeter, würde ich sagen. Ne? Mit den Stadtgesprächen. Ja, und er hat, damals war ich war Ministerpräsident des unanerkannten Staates, und aber Zilk hat einmal einen protokollarischen, sag mal so, Fehler oder wie heißt es? Ja, gemacht, und ich habe mich, sagt man, unterzeichnet in der Buch der Gäste in Wien. Das war also ein bisschen zu viel, sagt man, aber das war dann the new of the day, the sagt man, Hauptthema in Wien damals. Ne? Also, ja, das war sehr interessant damals. Wir müssen schon langsam zum Abschluss kommen. Ich würde Ihnen gerne in der Schlussrunde folgende Frage stellen, Sie zu einem Gedankenexperiment einladen. Wo sehen Sie die EU in 10 Jahren? Wo sollte sie sein und wo wird sie sein? Vielleicht beginnen Sie, Herr Professor. Sie sollte sein auf dem Weg zu einem demokratischen Bundesstaat. Wo die Bürger sehr viel mehr mit Europa und weniger mit Nationalstaaten zu tun haben. Im Idealfall die Nationalstaaten in die zweite Reihe zurücktreten. Es sollte auch das, was heute für die Jugend selbstverständlich ist, weiter ausgebaut werden, an Zusammenarbeit, an Zusammenleben. Ich meine, die jungen Leute heute wissen nicht mehr, dass früher ein Grenzübergang eine Arbeit war. Und nicht nur zwischen den Blöcken, sondern auch zwischen Deutschland und Österreich. Ich erinnere mich, ich hatte einmal meinen Pass vergessen. Wie lange ist das her? 35 Jahre. Ich bin nicht nach Österreich gekommen. Das wäre die Wunschvorstellung, und dass alle Europäer die Mitglieder der europäischen Regierung kennen. Meine Befürchtung ist, wenn man nicht energische Schritte zu einer Europäisierung von Europa betreibt, dann könnte das Experiment noch scheitern. Ja, ich komme zurück auf meine Forderung nach einem europäischen Sozialstaat. Und ich glaube, dass so ein europäischer Sozialstaat, der auch um die ökologische Dimension erweitert wird, ein Modell für eine gerechte Weltordnung sein könnte. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir ein Medium schaffen, wo wir einfach mehr übereinander erfahren. Ja. Wir kennen einander zu wenig. Ja, wir kennen gerade noch unsere Nachbarn. Was weiß ich, wie heute ein polnischer Bauer lebt? Ich weiß es zu wenig, ja, wenn ich nicht hinfahre. Ich hätte gern ein Medium, das mir zeigt, wie geht es einem spanischen Weinbauern oder wie geht es einem polnischen Kohlearbeiter, der jetzt vor der Forderung steht, er muss zusperren. Das würde ich alles gern sehen, mit konkreten Menschen, nicht mit politischen Reden, sondern mit konkreten Menschen und Beispielen. Und ich möchte zum Schluss ein Zitat von Dag Hammarskjöld verwenden, der zweite Generalsekretär der neu gegründeten UNO war. Und ich möchte dieses Zitat von der UNO ummünzen auf die EU. Die EU ist nicht gegründet worden, um das Himmelreich auf Erden zu schaffen, sondern uns vor kommenden Höllen zu retten. Ich bin immer auf neu in den Schwierigkeiten, wenn ich diese Frage antworten muss. Und
Ich möchte mich mit Schumann und Delors retten. Die beiden haben gesagt, dass nur Ökonomie, Marktwirtschaft, also dass das nicht genug ist für die Zukunft mhm. Europas, dass wir Seele Europas brauchen. Aber auch darüber müssen wir mehr einig sein, was bedeutet Seele Europas. Hier fehlt die Diskussion oder fehlt die Atmosphäre, die der Seele mehr Raum zur Verfügung steht. Natürlich habe ich viele, viele Erwartungen. Ich hoffe, dass einmal zu einer Gesamtstrategie kommt und dass wir mit diesen unbeendeten Erweiterung, dass wir damit zu Ende kommen mit sechs Ländern in der Nähe, die noch warten. Jetzt haben wir eine neue Blockade von Nordmazedonien, von der Bulgarien-Seite. Also wir müssen aus diesen Blockaden und wir müssen das wirklich strategisch, europäisch und auch global betrachten. Und Sie haben erwähnt, wie viele Spieler sind dort an der Arbeit. Also vor 10 Jahren war Russland nicht so anwesend, Türkei nicht so anwesend, China nicht. Und da haben wir Spieler, die nicht mit uns spielen. Mhm. Und in dem Sinne erwarte ich mehr, wie sagt man, also mehr strategische Philosophie. Das war eine Fülle von Ideen, von Visionen, auch von Handlungsanleitungen. Gut, dass es in den nächsten 10 Jahren nicht nur eine 6-monatige Präsidentschaft gibt, sondern 19 weitere. Ich danke Ihnen für die Diskussion und Ihnen zu Hause danke ich für die Aufmerksamkeit. Danke für die Einladung. Dankeschön. Wir danken. Wir danken. Wir danken auch. Na ja.